Wir haben ein neues Format bei finanzmarktwelt.de. Wir wollen Brokern Gesichter geben, denn es gibt ja sehr, sehr viele Anbieter am Markt, CFD-Anbieter. Alle haben ihre Vorteile, vielleicht manche Nachteile. Alle sind tendenziell in ähnlichen Märkten unterwegs. Aber ich finde, es macht immer Sinn. Ich komme selber aus dem Brokerbereich, habe selber jahrelang dort gearbeitet. Es macht Sinn, dass man Leute mal kennenlernt, dass man ein Gespür dafür hat, wie tickt dieser Anbieter. Und wir starten heute mit dem Unternehmen Pepperstone. Und da darf ich ganz herzlich begrüßen den Tobias Reichert. Tobias, servus, freut mich. Hallo Markus, ja, grüß dich, danke für die Einladung und coole Idee mit dem Format hier. Sehr gerne, Tobias. Vielleicht kannst du Pepperstone, das klingt ja jetzt nicht unbedingt deutsch, vielleicht kannst du kurz mal die Hintergründe, wo kommt dieser Broker her? Seit wann bist du da? Wie ist all das entstanden? Wie steht ihr da? Seid ihr zufrieden? Seid ihr glücklich? Habt ihr viele Kunden? Was passiert da bei euch? Pepperstone, wie du schon richtig sagst, ja, angelsächsischer Name. Der Hauptsitz von Pepperstone ist in Melbourne in Australien. Da ist die Firma 2010 von einer Handvoll Tradern gegründet worden, die damals selber im Daytrading im Währungsbereich hauptsächlich unterwegs gewesen sind. Und die haben ja diverse Anbieter gehabt und darüber gehandelt und haben gesagt, Mensch, das muss irgendwie noch besser gehen. Das ist so der Ansatz gewesen und die Entstehungsstunde von Pepperstone. Die ersten Jahre hat man das Geschäft im Heimatmarkt Australien und Asia Pacific aufgebaut, ist dann im Jahr 2020 extrem expandiert global. Das ist auch das Jahr, in dem ich zu Pepperstone gekommen bin. In dem Jahr 2020 wurden Lizenzen erworben durch die BaFin hier in Deutschland, in Dubai, in Kenia, auf Zypern. Und dieses Jahr ja, war die komplette Mannschaft, damals ungefähr 160 Leute, damit beschäftigt, diese Lizenzen zum Laufen zu bringen. In der Zwischenzeit sind wir über 300. Weil das natürlich ein ambitionierter Ansatz gewesen ist. Weltweit haben wir aktuell im Moment rund 300.000 Kunden, die uns ihren Handel anvertrauen. Wie schon eingangs erwähnt, ursprünglich kommt Pepperstone aus dem Währungsgeschäft. Im Moment wickeln wir durchschnittlich am Tag Trades ab im Volumen von ungefähr 12,5 Milliarden US-Dollar. Das ist schon mal eine Hausnummer. Inzwischen ja, kann man bei Pepperstone die ganze Produktpalette handeln. CFDs auf Währungen, auf Indizes, auf Rohstoffe, auf Einzeltitel, auf Kryptowährungen und jüngst dazu gekommen auch ETFs. Also die Produktpalette entwickelt sich ständig weiter. Und hier in Deutschland, ja, haben wir 2020 angefangen mit einem kleinen, aber sehr spezialisierten Team, um unsere Kunden in Deutschland und Österreich, die wir hier aus Düsseldorf, wo Pepperstone in Deutschland sitzt, in der wunderschönen Altstadt von Düsseldorf, kümmern wir uns um diese beiden Länder und ja, schreiben quasi die deutsche Pepperstone-Geschichte. Und ihr habt so ein bisschen den Ansatz, dass ihr gerne auch mit den Kunden sprecht, dass ihr Absolut. Selber aus dem Trading-Bereich kommt. Deswegen werden wir ja. dann gleich noch auch über Märkte sprechen. Ja. Denn das ist ja das, was uns alle bewegt, also was die Leute bewegt, die dann an den Märkten sich eben auch engagieren. Jetzt hast du gesagt, ihr macht CFDs auf die verschiedensten Bereiche. Was seht ihr, was haben die Leute in letzter Zeit gemacht? Haben die diese Rallye, die wir jetzt gesehen haben, seit Mitte Juni mitgemacht? Waren die auf der Long-Seite unterwegs oder waren die eher in der falschen Richtung wie viele Hedgefonds, die offenkundig ja massiv eindecken mussten in dieser Rallye? Und zumindest ein Teil dieser Rallye ist als Short-Squeeze sicherlich zu charakterisieren. Waren eure Leute da erfolgreich, eure Kunden, oder haben die sich so ein bisschen gegen den Trend gespielt? Und was machen die jetzt? Denken die, das geht weiter nach oben? Wie ist da so ein bisschen die Positionierung der Kunden von euch? Ja, Markus, erst zum ersten Teil deiner Frage. Also wir sprechen wirklich gerne mit unseren Kunden. Ja, ich jetzt zum Beispiel mache den CFD- und FX-Bereich schon seit 15 Jahren. Das ist jetzt der dritte Broker, bei dem ich hier bin, in der Verantwortung als General Manager. Das Team, also was client-facing ist, was also mit unseren Kunden spricht,
ist wirklich sehr erfahren. Ja, sind viele alte Hasen dabei, ja, die in der deutschen CFD- und FX-Branche auch bekannt sind. Fast jeder Mitarbeiter bei uns, der im, ja, sag ich mal, Kundenbereich arbeitet, ist auch zertifizierter Eurex-Händler. Das ist auch nicht Standard, aber ist einfach gut, wird von Kunden auch Wie du auch, ne? wertgeschätzt. Also, Ja, genau, ich bin auch genau. zertifizierter Eurex-Händler. Ja. Wenn man einfach mit Kunden, ja, durchaus auf Augenhöhe sprechen kann. Jetzt zu unseren Kunden. Ich bin wirklich stolz auf unsere Kunden, weil die sind durch diese doch sehr volatile und wackelige Phase, die wir diesen Sommer haben, gut durchgekommen. Ja, also natürlich guckt man sich täglich an, Handelsvolumen, ja, wie haben Kunden abgeschnitten und alles in allem haben unsere Kunden mehr die Rallye mitgemacht als sich dagegen gestellt und haben sofern gute Resultate eingefahren. Und die aktuelle Positionierung, kannst du dazu was sagen? Sind die meisten nach wie vor auf der Long-Seite oder sagen jetzt manche, oh, jetzt haben wir im S&P die 200-Tageslinie erreicht, Ja. jetzt auch mal gut. Also war ja durchaus 18%, sowas um den Dreh sind wir gestiegen seit dem Juni-Tief. Genau. Also ja, früher, ja, als ich vor 15 Jahren angefangen habe, konnte man immer von Sommerlöchern sprechen. Ja, das war so. Da hat Juli, August immer recht wenig stattgefunden. Das hat sich total gewandelt. Ja. Ja, weil das Handelsvolumen ist ja relativ gering. Insgesamt Ja, derzeit, ne? Also wenn man jetzt die genau. Gesamtmärkte sich anschaut, Genau. eher Nee, mau. definitiv, definitiv. Bei uns kann ich aber wirklich sagen, was auch gerade den Zuwachs an neuen Kunden angeht, ja, auf Tagesbasis. Ich hätte jetzt in den letzten Wochen eher vermutet, dass Leute bei 30 Grad eher im Schwimmbad liegen. Ich wurde Gott sei Dank eines Besseren belehrt, ja. Also, wir haben viele neue Kunden gerade jüngst begrüßen können. Aktuell ist es natürlich so, dass einige Märkte jetzt gerade auch nach so einem Tag wie gestern kritischer aussehen. Ja, teilweise werden Positionen abgebaut. Es kommt einfach jetzt auf die Märkte an. Ja, also da sind schon ganz klare Unterschiede in Märkten erkennbar. Ich glaube einfach, dass wir eine total spannende Zeit vor uns haben. Ja, gerade vielleicht nicht so sehr für Investoren, aber für Trader definitiv, denn ich denke, dass die Bewegungen, die wir intraday in den Märkten sehen, definitiv hoch bleiben werden. Ja, auch ganz lange Zeit sind ja Konjunktur- und Wirtschaftsdaten fast in Anführungsstrichen verkommen zu Non-Events. Ja, war eigentlich völlig egal, wie ein Verbrauchervertrauen ausgefallen ist, wie Non-Farm-Payrolls, also die US-Arbeitsmarktdaten, freitags ausgefallen sind. Das hat sich komplett geändert. Ja, also wir sehen starke Reaktionen durch alle Asset-Klassen auf Konjunkturdaten, weil natürlich jeder immer im Kopf hat, was machen die Notenbanken, was machen die Zinsen. Und das sind einfach Themen, die wir so schnell auch nicht, sag ich mal, die uns nicht verlassen werden. Lieferkettenproblematik, wer weiß, wie sich der Herbst-Winter entwickeln wird in Hinsicht auf Corona, was uns da bevorsteht, ob uns was bevorsteht. Insofern bleibt es definitiv sehr spannend für die zweite Jahreshälfte. Zumal die Fed ja gesagt hat, wir sind jetzt data dependent, das bringt dann diese Daten, die dann reinkommen, natürlich absolut in den Fokus, ja. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass wir jetzt Notenbanken haben, die nicht mehr komplett die Märkte stützen, sodass da gar keine Preisfindung mehr stattfindet oder stattgefunden hat in den letzten Jahren, sondern jetzt muss man ein bisschen was können, auch als Trader vor allem, glaube ich. Früher war das ja simpel, du gehst long und du hast praktisch den Fed-Put, die Notenbanken stützen alles. Also wenn du einen Rücksetzer hast, dann kannst du den kaufen. Jetzt ist das nicht mehr so klar. Jetzt haben wir diese Rallye gesehen, die an charttechnisch sehr relevante Marken genau hingelaufen ist. 200-Tageslinie im S&P 500, für mich sehr wichtig, für die Amerikaner sehr wichtig. Und jetzt ist eben die Frage, wie geht's weiter? Also wird jetzt die Fed agieren, die eigentlich ja nicht zufrieden sein kann mit diesem Anstieg, denn das lockert die Financial Conditions, die Finanzbedingungen. Das heißt latente inflationär. Wie siehst du die Zinsentwicklung? Es gibt ja manche, die sagen, also die Fed ist ein Papiertiger. Die werden erstens nicht vor den Zwischenwahlen in den USA so stark die Zinsen anheben. B, haben sie jetzt die Bilanzsumme auch nicht so wirklich reduziert, was sie ja eigentlich versprochen hatten. Wie ernst ist es der Fed? Ich glaube, das ist die 1-Million-Dollar-Frage. Die Märkte sagen, naja, die wird jetzt bald
Naja, die werden jetzt bald schon sogar die Zinsen senken. Es gibt Leute wie Paulson von Leuthold, der sagt, ja, du darfst doch als Trader und Investor nicht einen Easing-Cycle verpassen, also einen Zinssenkungszyklus. Also die Märkte sind schon so weit vor der Kurve teilweise, dass sie jetzt schon die Zinssenkungen einpreisen, bevor die nächsten Zinsanhebungen passieren. Nimmst du die Fed ernst? Wie ernst nimmst du sie, Tobias? Also ich kurz vorab, Markus, ne, ich bin kein Volkswirt, aber generell denke ich. Aber du hast Betriebswirtschaft studiert. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Ich habe ein paar Vorlesungen Volkswirtschaft gehabt, korrekt. Jetzt hast du da was gelernt. War das spannend? Das war spannend, ja, doch, definitiv. Ich persönlich, ist meine persönliche Meinung, ja, die ein oder andere Notenbank hat meiner Meinung nach auch zu spät reagiert, wenn das oberste Ziel die Bekämpfung der Inflation ist, ja. Wir haben Inflationsraten, ja, in den USA noch deutlich höher als jetzt bei uns in Deutschland. Gestern, ich glaube, die Citibank war es, die für das erste Quartal 2023 in England durchaus Inflationsraten von 15% sieht. Ich glaube nicht, dass uns das Thema hoher Inflation so schnell verlassen wird. Und ja, ein probates und fast auch das einzige Mittel der Bekämpfung ist die Zinserhöhung. Also die Citibank geht zumindest in England ja von einer deutlich höheren Zinserhöhung jetzt für die nächsten Sitzungen der Bank of England aus, als eigentlich der Markt bis jetzt erwartet hat. Ich wüsste jetzt nicht, wo die Argumentation herkommen soll für Zinssenkungen seitens der Fed bei doch durchaus Inflationsraten von 8,5-9%. Sehe ich nicht. Also ich glaube aber eher, dass... Die Märkte sehen es, Tobias, ja? Also, die Märkte sehen es, ja. Die Märkte sehen es, die Märkte... Du bist nicht wundergläubig irgendwie, ja? Also ja. Da musst du doch mal an Wunder glauben, ja? Ja, also ich würde es mir wünschen, ja? Ich würde es mir wünschen, ja? Warum? Natürlich. Warum wünschst du dir Zinssenkungen? Weil dann die mehr Kapital, genau, mehr Kapital, das wieder in die Kapitalmärkte fließt, ja? Was für euch dann gut wäre in Sachen Kunden, ne? Weil wir wissen alle, dass wenn die Märkte long sind, dann sind mehr dabei. Korrekt. Ich sehe jetzt so teilweise in Reaktion auf meine Videos kommen wieder diese Leute, die sagen Allzeithochs, kauf jeden Dip. Also wir haben jetzt schon wieder so eine Situation, wie wir sie 2020, 2021 gesehen haben, mit dieser massiven Diskrepanz, Wirtschaft unten, aber Geldpolitik extrem lax, Geldschleusen offen, also Assetpreise massiv gestiegen. Ja. Und gebt ihr denn selber Analyse? Also kann ich, wenn ich zum Beispiel jetzt Kunde von Pepperstone bin, habe ich da die Möglichkeit, auf Analysen von euch zurückzugreifen, wo irgendwie ein Analyst sagt, also pass auf, wir sehen es so zumindest, ja? Ja, oder definitiv. Oder macht ihr sowas an? Nee, definitiv. Also wir haben auf unserer Homepage einen Bereich Analysen. Wir haben mehrere Inhouse-Analysten eingestellt. Der bekannteste, der ein oder andere, ja, sage ich mal, aus Deutschland und Europa wird den sicherlich kennen, ist Chris Weston, der bei Pepperstone in Australien ist, der durchaus Gehör findet, ja, ist auch ein gern gesehener Gast bei CNN und Bloomberg. Wir haben einen weiteren renommierten Kollegen in London sitzen, Luke Sadat, die permanent Content produzieren, auch gerade um diese Themen rum. Wir sind natürlich als Broker Execution Only, das heißt, wir dürfen und geben keine Handelsempfehlungen, aber natürlich analysieren wir die Märkte. Und das sind Themen, die uns jetzt gerade aktuell auch beschäftigen. Ja, einfach vor dem Hintergrund, wir möchten, dass unsere Kunden auch gut durch unwegbare Zeiten kommen, ja. Und da ist einfach guter Rat, ich will nicht sagen teuer, ja, aber den gibt es bei uns. Ja. Ja, man macht ja auch als Broker, wie ich selber aus eigener Erfahrung weiß, die Erfahrung, also wir haben zum Beispiel als Broker wahnsinnig viel Geld verdient in der Finanzkrise, weil die Leute wahnsinnig viel bewegt haben, nicht? Also ja. Märkte, die extrem sind, dann massive Bärenmarkt-Rallies haben, dann aber wieder stark abfallen. Da verdienst du richtig gutes Geld als Broker, weil einfach viel passiert. Und wie du sagst ja, Tobias, ihr seid Execution Only. Also euch ist ja eigentlich wurscht, wo die Märkte hingehen grundsätzlich, weil ihr lebt letztendlich von Aktivität der Kunden. Das Problem ist allerdings, und das haben wir 2009 festgestellt, wenn die Märkte dann in so einer Depression sind und die Leute vorher sehr viel Geld verloren haben, denn in der Regel sind die Leute ja überwiegend long, also
Die Long-Short-Quote ist meistens sehr deutlich zugunsten der Long-Quote. Wenn also da viel Schaden angerichtet wurde, dann haben die Leute weniger Geld und können eben auch weniger handeln. Das hat uns damals echt reingerissen, weil trotz meiner genialen Beratung die Leute damals einfach in diesen auch sehr schwierigen Märkten einfach sehr, sehr viel Geld verloren haben. Deswegen ist es wichtig, und ich habe das als Betreuer von Kunden immer so als eine Win-Win-Situation gesehen. Wenn die Leute Gewinne machen, ist es gut für mich auch, weil sie drehen, aber sie machen Gewinne. Wenn ihr Konto gegen die Wand gefahren ist, handeln sie nicht mehr. Und dann habe ich auch nichts davon. Also wir haben da eine Interessensidentität im Prinzip. Und das ist auch, das ist, glaube ich, etwas, was ihr auch ein bisschen nach vorne stellt, weil ihr wisst das ja auch, ne? Wenn die Leute massiv Geld verlieren, ist Schicht im Schacht, oder? Alles, was du gerade gesagt hast, Markus, würde ich sofort unterschreiben. Ja, ist exakt die Situation, die wir auch haben. Natürlich, wenn, sage ich mal, jetzt ein Kunde mit seiner Positionierung schief liegt, ja, und das Konto wirklich vor die Wand fährt, was der Worst Case ist, ja. Dann gibt es da noch zwei Lager. Ja, gibt einmal das Lager, wo dann die Wunden geleckt werden und man dann nach einer gewissen, sage ich mal, Pause zurückkommt. Und es gibt die Leute, die einfach sagen, okay, der CFD-Handel, das ist vielleicht nichts für mich und machen was anderes. Ja, insofern bin ich bei dir. Ja, wir freuen uns mit unseren Kunden, die profitabel sind, gar keine Frage, weil das einfach ja ein Garant dafür ist, dass sie sehr lange Zeit unsere Kunden sind. Ja, absolut, wie du das beschrieben hast, ist korrekt. Habt ihr denn? Es gibt ja hier in Deutschland, das ist ja ein Thema für uns alle, dass man ja nur noch eine bestimmte Summe als Verlust gegenrechnen kann, 20.000 Euro. Ja. Jetzt gibt's Anbieter, die haben dann so eine Art Swap aufgelegt, sodass das sozusagen nicht sofort gegengerechnet wird. Habt ihr mal überlegt, sowas anzubieten oder habt ihr sowas? Oder ist es eben bei euch so, dass das eben sofort dann diese, wenn man Gewinne macht, eben dann die jeweilige Steuer abgezogen wird? In der Tat, wie von dir beschrieben, ja, am 01.01.2022 haben sich ja zwei Sachen geändert. Die erste Sache, die sich geändert hat, ist, dass, sage ich mal, die Gewinne, die ein Kunde macht und die Verluste, die ein Kunde macht, nicht mehr genettet werden, sondern auf die Gewinne, also genettet heißt, dass sie miteinander verrechnet werden, ja, und dann eventuell Steuer erhoben wird, beziehungsweise Steuer zurückerstattet wird. Jetzt ist es so, dass wir die Abgeltungssteuer abziehen von den Gewinnen und an den deutschen Fiskus abführen. Und die Rückerstattung dessen muss der Kunde ja in seiner nachgelagerten Steuererklärung regeln. Das ist die eine Änderung. Die andere Änderung, wie du schon angesprochen hast, ist dieses Verlust-Cap, was eingezogen worden ist bei 20.000 Euro. Die erstgenannte Maßnahme ist jetzt für unsere Kunden gar nicht so problematisch gewesen. Ja, das ist auch das Feedback, was wir von Kunden bekommen. Diese Hürde oder ja, dieses Cap von 20.000 ist ganz klar ein Problem gewesen. Ist auch wirklich so gewesen, dass wir einige große Kunden verloren haben, die einfach gesagt haben, nee, tut mir leid, bin ich nicht dabei, kann Pepperstone nichts für, aber ich gehe jetzt irgendwo ins Ausland, ja, wo ich eventuell mit diesem Thema nichts zu tun habe. Das ist immer Kundenentscheidung. Ist, glaube ich, nicht das, was das Bundesfinanzministerium damit bezwecken wollte, aber ist nun mal der Weg der Dinge. Inzwischen tun sich ja, wenn man auf der Seite vom Bundesfinanzministerium ist, auch wieder Sachen, ja, es gibt so ein Future Finance Act, wo dieses Thema aufgegriffen wird. Die FDP würde das gerne ändern. Schauen wir mal, was die Zeit bringt. Aber das ist ein Thema gewesen. Ja, es ist wie damals die Hebeleinschränkung erstmal ein Riesenthema und man denkt, um Gottes Willen, ja, das CFD-Geschäft in Deutschland könnte durchaus vorbei sein. Und dann normalisiert sich die Situation, Kunden gewöhnen sich an die neuen Umstände und inzwischen würde ich fast sagen, ist es, das zeigen auch die Kontoeröffnungen etc., ist es schon wieder ein deutlich kleineres Thema, als es Anfang des Jahres gewesen ist. Das heißt, die Kunden haben jetzt natürlich eine geringere Hebelwirkung durch diese Gesetzesänderung. Jetzt gibt es aber ja auch Profikonten. Ja. Na, also die, wenn du zum Beispiel, ich konnte zum Beispiel nachweisen, gut, ich bin jahrelang im Finanzbereich, habe für einen Broker gearbeitet und bekam dann sozusagen ein in Anführungszeichen, Profikonto, ja. Sodass ich die alten Hebel habe. Bietet ihr das auch an?
Ja, bieten wir an, gar keine Frage. Es gibt bei uns in Abstimmung mit den ESMA-Regularien, die da ja bindend sind, gibt es bei uns auch die Unterscheidung, also ein Privat, also ein rein Kleinanlegerkonto, wie so die deutsche Übersetzung davon ist, und ein Profikonto. Ja, sind genau diese drei Kriterien, wovon man zwei erfüllen muss, um ein Profikonto zu bekommen. Welche sind das? Hast du das im Kopf? Einmal muss man nachweisen, dass man, sag ich mal, liquide Mittel auf irgendeinem Konto oder auf mehreren Konten hat in Höhe von 500.000 Euro, dass man im letzten Quartal 10 Trades getätigt hat von einem gewissen Volumen, ja, oder, und das ist der Part, den du erfüllen konntest, den die meisten nicht erfüllen konnten, dass sie halt mindestens ein Jahr, sage ich mal, in dem Bereich bei einem Forex Broker oder im Investing etc. gearbeitet haben. Das sind die drei Kriterien. Allerdings muss ich jetzt sagen, dass durch diese Änderung, ja, die Nachfrage nach diesen Pro-Konten zurückgegangen ist, weil viele Leute sagen, okay, ich habe sowieso dieses Cap bei 20.000, bei den Verlusten. Der kleinere Hebel, reicht mir eigentlich für mein Trading. Das stellen wir schon fest. Okay, das ist interessant, weil das, ich kann mich erinnern an die Zeit, als das da umgestellt wurde. Ich war ziemlich gepisst und dachte mir, das ist nicht gut. Und habe dann eben das so für mich lösen können. Aber gut, das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn jetzt die Hebel so ein bisschen, vor allem was das Gute ist, natürlich durch die BaFin-Änderung, dass CFD-Konten nicht mehr ins Negative laufen können. Genau. Damit hatten wir damals noch zu tun. Wir hatten da Leute, die haben gehebelt auf eine Aktie spekuliert, Biotech. Und dann haben die ein gewisses Patent nicht bekommen, buff, und dann war das Konto 200.000 Euro negativ. Ja. Nee, Als die das hat Aktie sich, dann das hat nämlich sich. darauf gemacht hat, das war natürlich schon, also da ist eine Regulierung da, die hat teilweise Sinn. Manchmal hat sie nicht so viel Sinn, hat man das Gefühl, aber es haben sich die Zeiten auf jeden Fall da doch deutlich geändert. Und ja, also es Definitiv. gibt Motive, zu Pepperstone zu gehen, glaube ich. Eins, das haben wir rausgearbeitet, ist, ihr seid irgendwie persönlich, also ihr habt alle irgendwie Erfahrung im Trading, und das ist, finde ich, wichtig. Ja? Also ein Kunde merkt sofort, ja, ist das jemand, der jetzt irgendwie wirklich da auch Spaß hat an der Sache, Spaß an Börse, der leidenschaftlich das lebt. Und dann, finde ich, ist man gut, auch wenn man beim Broker ist, wenn man das selber lebt, dann merken das die Kunden und haben einfach auch Lust, mit dir zu sprechen so und Meinungen auszutauschen. Die Glaskugel haben wir alle nicht. Wenn ihr sagt, den Tobias, den fand ich cool, also das kann ich mir vorstellen, dann machen wir unter das Video die Kontaktdaten von dem Tobias Reichert. Wenn ihr Gerne. also sagt, Pepperstone, das klang irgendwie sympathisch, das kann ich mir vorstellen, dann werden wir das Ganze unter dem Video so verlinken, dass ihr da Kontakt aufnehmen könnt. Tobias, ich bedanke mich ganz herzlich, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ist immer schön, mit solchen netten, sympathischen Leuten wie dir, die gleichzeitig viel Ahnung haben, zu sprechen. War mir ein großes Vergnügen, Tobias. Danke, Markus. Mir auch. Kann ich 1:1 so zurückgeben. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Das Format finde ich super. Wünsche euch damit viel Glück für die Zukunft. Und ja, freue mich, wenn jetzt Leute zu uns zu Pepperstone kommen, Fragen stellen. Immer heraus damit. Super. Tobias, danke, ne? Danke. Servus. Tschüss. Pepperstone ist eine Fintech-Online-Handelsplattform, die über 1200 CFD-Instrumente in den Bereichen Devisen, Indizes, Rohstoffe, Aktien und mehr mit niedrigen Spreads, fortschrittlichen Analysen und einem umfassenden Bildungsangebot anbietet, um seinen Kunden bei der Navigation auf den Märkten zu helfen. Pepperstone ist einer der wenigen Online-Broker, der neben den beliebten C-Tradern, MT4 und weiteren traditionellen Angeboten auch TradingView anbietet. Eine ausgezeichnete Wahl sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader. Der Broker wird von insgesamt 7 internationalen Behörden in mehreren Ländern reguliert und bedient. 172 Länder über seine Niederlassungen in Großbritannien, Australien, den Bahamas, Zypern, Deutschland, Kenia und Dubai. Pepperstone ist nicht nur von Tier-1-Behörden wie ASIC, BaFin und FCA zugelassen, sondern auch Mitglieder der Financial Commission, einer internationalen Organisation, die Streitigkeiten zwischen Brokern und ihren Kunden schlichtet, was Pepperstone zu einem außergewöhnlich zuverlässigen Broker macht.
Eines der Dinge, die Pepperstone von anderen Online-Brokern abhebt, ist sein Engagement für niedrige Spreads. Bei den wichtigsten Devisenpaaren wie Euro, US-Dollar und US-Dollar, japanische Yen bietet Pepperstone in der Regel Spreads zwischen 0,6 und 1,2, wobei der Durchschnitt für Euro, US-Dollar bei nur 0,77 Pips liegt. Dies ist deutlich niedriger als bei vielen anderen Banken und macht Pepperstone zu einer ausgezeichneten Wahl für Händler, die ihre Handelskosten minimieren möchten. Da Pepperstone auch die beliebte TradingView-Plattform anbietet, die ein fortschrittliches Charting-Paket und eine breite Palette von Indikatoren in Verbindung mit einem kostenlosen Demo-Konto bietet, können Sie Ihre Strategien in einer risikofreien Umgebung testen. Wenn Sie also bereit sind, ein Live-Konto zu eröffnen, gibt es eine breite Palette von Einzahlungsmöglichkeiten, darunter Kreditkarten, Banküberweisung, PayPal, Skrill und mehr, je nach Ihrer Verfügbarkeit. Pepperstone ist eine gute Wahl sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader mit niedrigen Spreads, fortschrittlichen Handelsplattformen und einem Engagement, ihren Kunden zu helfen, durch die volatilen Märkte zu kommen. Ein Lernzentrum mit Artikeln, Videos und Webinaren zu einer Vielzahl von Themen wie Risikomanagement, technische Analyse und mehr, die Sie in die Praxis umsetzen können, indem Sie ein kostenloses Demokonto erstellen, das Sie auf den Handel mit CFDs auf über 1200 Instrumente in den Bereichen FX, Krypto, ETFs, Indizes, Rohstoffe und Aktien unter dem Schutz von 7 Lizenzen vorbereitet.